Ganz schön frisch draus mit T-Shirt. Boah. Ja, was man halt auch denkt, beim Rundgang da, bei uns hat 6 Grad. Boah. Ich war mit einem kurzen Hemd unterwegs und haben mir gedacht so, ja, zapfig. So, dabei habe ich mal, währenddessen du rau warst, habe ich noch mein Handy-Game fertig gemacht da. Meine tägliche Herausforderung. Was? Ja, ich brauche für da aber das Spiel. Was ist das? Ja, was absolut sinnlos. Ja, sowas warten nur drauf. Natürlich der Klassiker, einmal Angry Birds. Aha. Und einmal, wie heißt das, Tiny Miner oder so. Da musst du irgendwelche Edelsteine sammeln. Ach so. Aber das Ding frisst Zeit ohne Ende. Ja, das haben wir, glaube ich, alle Handyspiele mittlerweile. So täglich einloggen. Ja. Bonus. Jetzt geht's los. Gesalbte. Ich muss ja nur heilen. Ja, super, haben die gegen irgendwas nicht immer. Naja, der Roboter regelt's. Den Unbesiegbaren verfüttern. Und Korilax schuldet mir was. Such die anderen. So. Ich bin gespannt, wer Korilax ist. Oh, da ist meine Heilung da. Bei mir ist eine Wow-Heilung. Sogar Waffen, die verschießt Atombomben. So Fallout-mäßig, weißt du schon. Möchte ich sehen. Granate geworfen! Ich hab ja Hütte gesehen. Deine Waffen. Autsch. Autsch. Tja, damit hat er jetzt Vorsicht. Mal weg. In meinem langen Schlaf bist du nicht erwacht. Ein würdiger Gegner. Einmal zumindest. Hä? Hey. Hä? Hey. Gib mal die Granaten her. Scheiße, die tut der weh. Aua. Ja. Das sollte man nicht hingeben, wenn er zum Rundumschlag auswählt. Ja, das tut ein bisschen weh. Ja, genau, Schrott zu Schrott. Aber Shotgun taugt mir. Ja, hab ich schon gehört. Der hat sich dort aufgestellt. Verteidige dich!
ist denn der? Das ist der Portici oder sowas. Der ist resistent, super. Hey, was ist denn das bei hier? Wo ist er denn jetzt wieder? Das hab ich gebraucht. Oh, jetzt bin ich ruhig für mei. Ah. Er ist ja gegen alles resistent. Ah, wenigstens jetzt ist Schlipp bescheinigt haben. Ja. Da wird nicht mehr viel übrig sein. Warte mal, da haben wir doch. Nein. Doch, da haben wir irgendwann einmal Tina drauf. Oder? Naja, haben wir ja beide gewusst, dass wir doch wieder zurückkommen. War doch da der epische Kampf. Ja. Shotgun-Munition, das ist sehr schön. Ich werde dann gleich wieder die Action losgehen. Oh. Wir werden wieder die äußere Resistenz sein. Ja. Hm. Ach so, vielleicht. Irgendwo da oben sind Waffen, noch Munitionskisten, aber. Ach. Bin jetzt blöd zum Raufhupfer. Oh, schießen schon wieder. So, ich schon wieder vertasten verdrückt, die Depp. Ich will dann hier Granaten schmeißen. Die Zeit wird mir ja gut geschrieben. Ist ja nicht so tragisch. Oh. Genau, strengt euch doch wenigstens an. Ah, jetzt da haben wir noch etwas. Okay, war das nicht vorher gesperrt? Ja. So vage kann ich mich nur erinnern.
Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Mhm. Wer bist du? Der verwandelt sie dann. Cool bleiben. Dean, oder? Hammerlock schickt mich. Hammerlock? Ja, ich kannte einen Hammerlock. Lustige Ausdrucksweise. Er hat dich geschickt, um mich zu retten? Gut. Oh nein, er ist zurück. Er ist zurück. Töte ihn! Ich habe einen Deppen. Wer will den Kill? Nicht heute! Jetzt legt uns mein Mech auf. Oh, leck. Die scheiß Dinger muss da umnieten, da. Ja. Ich bin auch hin. Die zählen leider nicht zum Wiederbeleben. Ich hab die jetzt umgeschossen und bei mir hat's so Zeit. Okay. Oh, stürzen wir uns wieder ins der Geschehen. Schon Stück gelaufen jetzt. Das erste Mal erholen da. Boah! Leck, das macht schon Schaden da. Falsche Frau ausgesucht. Oh, Scheiße! Klassenmod, das ist ja. Für die, ja. Danke. Die anderen sind alle tot. Ich hatte einfach Glück. Ich habe schon die Hoffnung verloren. Ich dachte, du weißt schon. Die Waffe hier ist für dich. Wenn du jemals diesen Troy siehst, schieß ihm das Gehirn raus, ja? Ja. Zum Glück hat wenigstens Dean überlebt. Jetzt können wir unsere Häkel- und Waffenbastelstunden fortsetzen. Seltsamerweise sehr ähnliche Fähigkeiten. Pistolen? Ja. Ist du ihm wieder Pistolen? Und mit 280 Stärkewert, das ist ja gar nichts. Du weißt gar nicht, was der Stärkewert bedeutet. Ja, so ungefähr ein Wegweiser, wie gut das Waffen ist. Was so? Item-Level, also. Ja, genau. Geht jetzt lang. Da ist ein Adressor. So, nütz. Achso, jetzt. Können wir schnelle Reise nutzen oder nicht? Jo, können wir. Müssen wir denn hier überhaupt hoch mal becken wieder? Und dann. Bin schon da. Beim Punkt. Ich bin gleich bei der nächsten Karten. Bei der nächsten Karte? Das nächste Gebiet quasi. Wo wir hin müssen. La 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 denn. La 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 la. Schön, dich zu sehen, Kammerjäger. Aber so ein Koffein-Call war mir wieder recht. Ja. Oh, hi! Was, ist riskant, beim nächsten Mal Call ist vielleicht nicht halten. Oder der schlaflose gesucht? Greg. Oder aufgekratzte Willi. Ja. Das muss ich mir immer wieder umschauen.
Oh. Das haben wir schon richtig. Halt die Augen nach meinem Eyeliner offen! Oh. Die Schadensfreude bei dem Lachen da. Scheiße, gell? Ach, war doch nicht so tragisch, dann hättest du ins Auto porten können. Mit einem fahrbaren Untersatz geht's schneller! Mach jetzt auch. Oh, was nehmen wir denn? So, was fährt man denn da? Passt, das passt. Passt, passt. Da kommst du. Was bin ich? Ja, bin schon Richtung West von. Ich bin eine verdammte Legende. Hä? Nein, also Auto So, jetzt rund von. Nein, du bist falsch. Voll. Wenn ich da rüberkomme und da oben hupf, kann das eigentlich gehen, oder? Oh, wenn das geht. Geht natürlich nicht, aber das mache ich jetzt ganz einfach. Aha, so geht's auch, ja. Da gefreut sie sich. Oh yeah! Hey! Autos sind nicht zum Pauen da. Nicht? So ein Babyauto, hä? Ach so, ja, da schießt es schon einmal. Sie ruhig einmal gegenseitig bekämpfen von der. Von lauter Machthunger. Ja. Gott, von lauter Explosion in Siege schon gar nicht. Ja. Schütz reißt sie, gell, mit der Shotgun. Ja. Wir werden wohl einen anderen Weg hineinfinden müssen. Sieh dich mal um. In der Nähe ist ein alter Ausguck, der einen guten Überblick geben könnte. Der kann man nicht noch. Ich hätte wohl ein paar mehr von der Familie sein sollen. Das ist echte Macht. Warum nochmal habe ich dich all die Jahre am Leben gehalten? Ach komm schon, sei nicht so. Wir haben doch Spaß, oder? Und sie ging fort. So, warum ein bisschen lang? Ah. Autosprenger gehört einfach dazu. Ja. Aber ich vermisse meine Polizeihupen. Ja, schon ein wenig. Mit dem war schon gut. Hast du was gefunden, Kammerjäger? Was ist mit dem Kran da oben? Gute Idee, das wird klappen. Leider wird es gar nicht so leicht, da ranzukommen. Du musst über den Holzplatz und der ist in der Hand der KDK. Ich sehe zu, dass ich die Tür aufkriege, bis du da bist. Jo. Mei, wo denn jetzt wieder? Oh. Oh, ich seh's nicht. Oh, oh, da hinten. Rechts. Oh Gott, da. Hey. Ja, dö.
Hä? Hast du dich jetzt geportet, oder? Also unterm Rehen schlucker geht. Oh. Scheiß Kohlensäure. Oh, du kennst es, wenn es durch die Nosen durchgeht. Ja. Oh. Ich wollte halt wieder sauber schnell von meiner Wasserflasche trinken. Ja, da ist ein Haufen Kohlensäure dann reingekommen in den Mund. Mal fast übergeben. Ja. Da kämen Tränen, gell? Ach, die Gier. Was ist denn? Lilly. Komm zu mir, wenn du in Fahrt kommen willst. Hey, jetzt muss ich. Achso. Oh. Ach, jetzt haben wir da wieder. Alle zwei. Ja, über 1000 schon. Darfst du mir ausgeben? Na ja. Fällt halt nichts so richtig. Aber auch schon für die Sammlung, für Steam-Erfolg. Ja. Nicht Steam-Erfolg, kämpf oder? Kämpf dich durch und schaff es rauf zu den Kränen. Da muss irgendwo ein Verladedock sein. Ein Epico oder sowas noch nicht. Obwohl, Herausforderung, ja. Genau. Der teuflische Verbrenner! Mania. Ach, ich liebe die Shotgun. Die Kammer erwartet mich! Aber die. Ein Kampf? Mit mir? Das wäre doch nicht nötig gewesen. Miese Form, das ist mal klar. Laufst du einfach hin? Oh, was ist denn? Ah, da kann man nicht auf springen. Ein Schutz reißt es. Gläubige Fanatiker. Ganz die Schlimme. Reiz mit dem Chaos! Ja, aber jetzt weiß ich, wie es dir gegangen ist mit der Shotgun. Mhm. Zwar flinks bin ich nicht durch Karten, aber dafür zerreißt es ordentlich. Jetzt erst mal da hinten nochmal umschauen. Da war ich schon, da gibt's nichts Gescheites. Na ja, gut, aber auf, Dicker. Ich wollte kannst du noch nicht gewinnen, sei so ein großes Gebiet. Jo, da war ich schon überall. Neues zu? Kann aber nicht sein. Ja, ich bin noch was durchgelaufen, aber nicht geschaut. Also? Ich möchte ja ein bisschen einen Entdecker-Drang auch noch lassen.
Sonst wäre er ja wieder zusammengeschissen, du warst ja schon überall. Ja! Ich glaube, das ist schon wieder irgendwo ein Funkturm. Ja, von der Moxie. Eine Kletterpartie, um Gottes Willen. Falls du dir heute früh gedacht hast, hey, ein guter Tag, mal ein absolut unsicheres Beförderungsmittel auszuprobieren, dann Bingo. Du nimmst nämlich die Schienen. Hüpf auf eins dieser Teile und ab nach Fort Sonnenschein. Nein, ich nenne dich gewiss nicht Gisela. Heute in Rage kommt. Nichts Gutes. Die KDK zum Schweigen zu bringen, schafft uns Luft zum Atmen. Extras. Dank mir haben wir den Funkturm gefunden. So, wo geht's jetzt? Wir haben dabei das Gebiet wieder auf da. Macht der sonst keiner? Ja, es ist mir lieber, wenn ich mich bei der Moxie beliebt mache. Die was mit dir nicht redet. Naja. Vielleicht erfährt sie mir erstmal Liebe und ist deswegen ein wenig schüchtern. Gehst du der Tiny Tina fremd? Ich glaube, die nehmen das nicht so eng. Ich glaube, da muss ich petzen gehen. Die kann man nichts mehr, oder was man nicht schon da hat. Und da muss ich echt petzen gehen. Ich muss sagen, Moxie, Tiny Tina. Macht der Konkurrenz. Das war der Frauenbattle. Aha. Da brauche ich den Fee. Hexen noch Popcorn. Ups, liegt eine Waffe. Jawohl. Dann war ich wieder bis dahin, oder? MP diesmal sogar. Na ja. Ich mach die wichtigen Sachen. Aha. Gebiet. Ich hab Angst, dass ich irgendwas übersehe. Ja, da war ich schon. Naja, ich glaube nicht, dass du überall geschaut hast. Ja, geschaut habe ich nicht, ich hab's bloß aufgedeckt. Ja, ist so. Ich glaube, das ist ja noch so ein riesen Raumschiff-Teil, da waren wir auch noch nicht. Oder ist es bei dir schon aufgedeckt da? Nein. Und soll man da oben gehen? Oh. Erst wieder 5 Kilometer weit laufen. Ich hab dich schon wieder vergessen. Ja, du bist schön. Jetzt bin ich ein Hund, ja. Schade. Ja. Wo lauft er noch zu dir irgendwo hier? Zwischendurch habe ich aber keine Waffen sein. Ne? So habe ich auch schon gehabt, ja. Mittendrin auf einmal ist alles Start. Ich glaube, das Stunts.
Oh, hat nichts gebracht. Ja. Oh, was haben wir denn da? Ja, jetzt ist nicht so gut da. Grün. Na. Auch für Iridium zwar gerückt, aber grüne Waffenkisten rauskommen dann. Da war ich schon mal, da war der Moxifunkturm. Ach so. Oder die Waffenkisten übersehen da. Oh. Ja, ich würde das schnell wieder zu dir. Ach, dann haben wir sie. Aber ich glaube, bei der Shotgun wäre ein bisschen bleiben. Die macht Laune. Der fährt mal alles von da, oder? Oh, denk schon. Achso, da müssen wir raufspringen, oder? Ja? Cheetos gelandet durch, ich hab gebackt. So genau geht's wohl nicht. So, jetzt aber. Sicher eine tolle Aussicht, was? Ja. Du bist zwar auf dem Weg zu einer miesen Gefängnisinsel, aber man muss auch die kleinen Dinge im Leben zu schätzen wissen. Ihr müsst Ty entschuldigen, sie ist es nicht gewohnt, das Rampenlicht zu teilen. Also, als wir klein waren, haben unsere Eltern sie nie aus den Augen gelassen. Taryn wollte alles aussaugen, was sie in die Finger bekam. Dann ist unsere Mom gestorben. Das geht irgendwie auf Taryns Konto, aber danach entschied unser Vater, dass wir nie von seiner Seite weichen durften. Er hat es ihr nie gesagt, aber er sah Taryn als Monster. Ja, zwei wieder Obi. Aber wir haben ihn verlassen und sind nach Pandora gekommen. Was der alte Sack nicht verstanden hat, ist, dass ein Freak mit einem Echo-Stream heutzutage ein Star sein kann. Und bist du beim nächsten auch nicht drauf? Ja, den habe ich versammt. Oh, ist noch ein Stückel. Kranfahrt. Jetzt halt. Komm jetzt mit den Baumstämmen. Oh ja, wirklich. Ja, ich sehe die da vorne rumschwirren da. Ich bin starr noch bei meiner Sniper. Bei mir schwebst du in der Luft. Da ist überhaupt nichts. Wenn du abspringst, mach dich gleich auf einen Kampf gefasst. Die KDK geben ihre Gefangenen ungefähr so gern auf wie ein Grog einen Schienbeinknochen. Zeit zu springen. Viel sauber. Jäger. Sauber gemacht. Mein Gott. Sauber zu früh habe ich gesprungen. Dann können wir jetzt nochmal auf, wahrscheinlich. Ja, ja. Mein Gott! Und jetzt? Siege. So, jetzt sterben wir einfach. Ja. Oh, der Scheiße, Tim! Ach du Kacke! Hola, da geht's ab! Ja, leck mich am Arsch! Boah! Du hast da nur keine Chance. Hand umdrehen. Das wird genau wie springen. Blutet mir das Herz auf. So, erst einmal. Ich wo kommst denn du her? Ich hab ihn in der Basis gespawnt. Hey, ich meine jetzt der da. So. Oh Mann. Geht's ein bisschen zu, hä? Oh. So.
vor allem kämen sie aus den Tieren aus, oder? Ja, du hast gerade einen hinter dir vor mir. Ja, das merke ich jetzt auch gerade. Boah, Kack-Sniper. Willst du es versuchen? Keine Kugel mehr! Gott, keine Kugel mehr. Das war gar nichts. In der Burme grantig wäre jetzt. Und sowas raus. In der Kiste, da wusste du bei mir was, waren zwei blaue Pistolen drin. Ich denke mal nicht, dass du da dran interessiert bist. Nächstes zum Verschenken, zum Verkaufen. Ja, aber. Hernehmen wir nicht wirklich wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja. Das war echt ein Kammerdieb. Multikill. Boom, gesalbt! Achtung, Leute! Der Kammerdieb will den Waffenschmied retten! Sichert die Insel! Achtung, Kammerjäger! Es ist einer von diesen Freaks! Gib auf, Kammerdieb! Den Waffenschmied musst du mir aus meinen kalten, toten Händen reißen! Ja, oh, wo bist denn? Kommt da keiner? Oh, da ist er. Das Mädel mit dem Mann schnappt sie euch! Oh, da wird was aus, oder? Ah. Aber mehr nicht. Hübsches Gemetzel. Manchmal muss man Leben nehmen, um andere zu retten. Ist zwar hart, aber wahr. Und jetzt überleg dir, wie du Dorten daraus schaffst. Shotgun. Kannst du nicht mal die schlechte, wer meine. Brauchst du nichts mehr zum Verkaufen. Geldmäßig brauche ich mir keine Sorgen mehr. Da ist er, der Waffenschmied höchstpersönlich. Danke, Kammerjäger. Diese Kultisten wollten mich zwingen, Waffen für sie zu bauen. Das ist so ungefähr das Letzte, was ich will. Jacobs Waffen gehören in Jacobs Hände. Hier, der Schlüssel zu meinem persönlichen Waffenlager. Nimm ihn. Aber frag lieber nicht, wo ich ihn versteckt habe. Der ist noch ziemlich warm. Ja. Ich gehe zurück nach Reliance. Wir sehen uns da, Kammerjäger. Geschmeidige Operation. Gut, dass Dorton wieder auf unserer Seite ist. Komm vorbei, damit ich dir gebührend danken kann. Ja, wo ist der Waffenkommandeur? Vergiss nicht, Dortons Depot aufzumachen. Du hast es dir verdient. Hä? Die wäre wo? Was wir denn jetzt hier? Wo ist denn sein? Sei? In der Pass. Ja. Ah, im Schupfen wieder. Oh nein. Ui. Lalalalalalalalala. So hast du schon wieder genommen für Epic. Ach, das ist scheiße. Das ist Bock. Warte, du kriegst das gleich. Das ist nämlich gar nicht für mich.
Wenn du es nicht muckst, okay, dann bist du gestört. Dir sagt man einmal was und schon ist was verdient. Oh, das nehme ich. Ja, dann kriegst du das können auch nicht. Nimmst du eben Maschinengewehr her? Ja. Dann machen wir einen Tausch. Warum hast du denn ein schönes Skin kriegst? Okay. Komm, was lassen? Ne? Ich hab's noch gar nicht angeschaut. Was ist denn das Skin? Ein Waffenskin. Achso. Na, ein normales Skin, achso. Wo ist denn. Da. Ah, super, die. Na. Hat zwei ähnliche, aha. Schwierig. Ja, später in Ruhe auch schon. Na, ich bleib bei meiner Shotgun. Strahlung. Die zirkt wenigstens recht. So beginnt der Widerstand. Ich war überall in dieser Galaxis. Habe Dinge gesehen, so dunkel und schrecklich, dass du sie nicht glauben würdest. Aber diese Calypso-Zwillinge und ihre Anhänger spielen in einer eigenen Liga. Man muss nicht studiert haben, um zu wissen, dass sie jemand aufhalten muss. Und ich glaube, dieser jemand bist du. Wir sehen uns, Kammerjäger. Ich nehme Fahrt auf. Die beste 31. Kämpferin der Galaxis. Oh ja. Was haben wir da schon gekriegt? Hab anscheinend noch ziemlich gut aufgeholt, wo du da noch beim Erkunden warst. Einen neuen Sirenenkopf gekriegt. Ich hab jetzt mehr Munition. Desperado? Genau. Oh, leck. Nebenquest Flut. Okay, leck. Naja, nehmen wir es zumindest mal. Ich könnte noch zwei Hände gebrauchen. Die Echocast-Spinner haben einen kleinen Familienzwist am Laufen. Die haben ihre Anhänger in zwei Teams aufgeteilt, die sich zum Spaß gegenseitig umbringen. Wenn beide verlieren, gewinnen wir. Also auf ins Camp Tyreen und hör dir das hier inzwischen an. Was geht, Banditenfamilie? Troy und ich haben eine kleine Wette am Laufen. Wir wollen wissen, wen ihr mehr liebt. Also bildet ein Team Tyreen. Und ein Team Troy. Und dann bringt euch einfach gegenseitig um, okay? Dem Sieger winkt eine Iridium-Mitgliedschaft. Und ich hoffe dabei schwer auf Team Tyreen. Möge das Töten beginnen. Tschüssi. Laut meinen Informationen plant Team Tyreen, Team Troy ein explosives Geschenk zu überreichen. Genau das wollte der Widerstand auch machen. Also, wieso helfen wir nicht ein bisschen nach? Mach das Camp platt und hol die Bombe für Team Jacobs. Hey, dabei helfe ich doch gern. Ich habe für Geld getötet und für Beute. Aber für zwei Bladen, denen man völlig egal ist, das will nicht in meinen Schädel. Auch die zurückgebliebenen Hinterwäldler in diesem Dinosaurierverseuchten Sumpf brauchen Burger. Hilf mir beim Ausliefern. Na los, mach! Schon wieder Burger. Die Tafeln der Konkurrenz sind Mist. Und wenn du sie zerstörst, verlängert sich die Frist.